Yo, hallo und herzlich willkommen bei Two Point Campus. Ja, das sind unsere Sorgenkinder. Muss man hier komplett machen und jede Menge Dozenten einstellen. Aber jetzt können wir hier das Folgejahr starten. Ich will hier jetzt nichts mehr machen. Und wir warten nur noch auf Geld. Wir haben jetzt knappe, hier sieht man es ja, jetzt haben wir zwar Campusstufe 18 und nur diese Kudosch-Punkte erhalten. Okay. Ja, Liebestrompete können wir basteln. Die können wir ihnen hier herstellen. Aber natürlich fehlt dem Naturclub jetzt schon noch einiges. Aber ich bin sicher. Erst einschreiben, dann studieren. Dann studieren. So ist es. Aber wenn man das jetzt hier sieht, jetzt gibt es schon jede Menge, also 5 Vorlesungen gleich. Ja, müssen wir jetzt einmal abwarten. Und jetzt schauen wir mal hier zu den Studenten rein. Jetzt haben wir 157 Studenten. Also jetzt ist Jahr 1. Nehmen wir uns auch einmal einen. Dann müssen wir, da müssen wir jetzt 3 haben. Also, weil da müssen wir, jetzt haben wir 3. Genau. Das ist der Absinth Dickens, ist der beste Mann. Hat A+. Wo haben wir es hier? Wo haben wir jetzt die Noten? Naturclub ist er. Okay, Schlafsaal 1. Und das wäre dann, würde ich sagen, mal dann auch das nächste, dass wir nochmal einen Schlafsaal machen. Nochmal hier Toilette und Dusche hier rein. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Okay. Sehr hey, schön. Leute, hört mal zu. Wie wär's, wenn wir das alles nochmal machen? Es begann als Klassentreffen und endete im Klassenzimmer. Das ist crazy! Hey, ich klettere auf die Statue. Oh. Alle Mann, ab in die Hütte! Ich kann nicht mehr. Meine Knie tun weh. Roderick Kusche. Ich muss jetzt nur mal kurz stoppen, weil ich sehe, da habe ich... Okay, mach deine Hausaufgaben, ein Achievement bekommen. Wir haben jetzt 50 Forschungsprojekte abgeschlossen. Geh zurück in die Schule, in Feuerzangenpunsch. Und auch 10.000 Belohnung erhalten. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist der erste Monat rum. Ich stoppe hier gleich nochmal. Stoppen wir hier gleich nochmal, weil ich will auf jeden Fall hier noch ein Schlafzimmer, noch ein Schlafraum, noch ein Schlafsaal hier reinbasteln. Für 27.000 Schlafsaal 6. Und jetzt braucht man hier noch, würde ich einmal sagen, daneben eine kleine Toilette. Kleine Toilette. Hier mit 3 Häuschen. Okay. Nur nicht jetzt zu viel Geld raushauen. Okay, da haben wir 3 und jetzt natürlich auch noch eine Klimaanlage. Und hier draußen auch noch eine Klimaanlage. Okay. Jawohl, und da können wir hier jetzt fröhlich weitermachen. Eine digitale Konsole. Ja, da haben wir doch keinen Platz mehr, dachte ich mir. Oder haben wir hier noch Platz? Nee.
Ja, höchstens hier mitten rein. Ja. Und Aufenthaltsraumparty, die kriegen's. Die machen wir hier dann Anfang Oktober. Da haben wir Platz, okay. Schauen wir, was sonst noch ist. Schrebergarten brauchen es wieder. Weil den hat man ja frecherweise hier abgebaut. Okay. Hausmeister für die Reparatur benötigt. So, was haben wir da? So. Ja, wir haben ja kein Studierendenzentrum. Und ich glaube, Platz haben wir auch keinen. Obwohl, Platz hätten wir. Ist es hier zu heiß? Ja, Freunde. Da können wir natürlich jetzt helfen. Also. Objekte. Okay. Dann passt das schon mal wieder. Okay, Vorlesungssaal hat nur Zimmerprestige 1. Halt. Bibliothek bittet um einen Assistenten. Okay, Blümchen. Wenn Sie mich fragen, ist stumpfsinnige Wiederholung die Wurzel aller unserer sozialen und kulturellen Verfehlungen. Wieder ein Wochenende, wieder Roachburger, wieder ein überbewerteter Streifen im Lichtspielhaus. Ich sage Ihnen, versuchen Sie mal etwas Neues. Leben Sie. Und schalten Sie morgen wieder Radio 2Point ein und lassen Sie mich Ihnen von meiner Sammlung von Keramikwühlmäusen erzählen. Keramikwühlmäuse. Okay, Weiterbildung ist wieder abgeschlossen und Campusstufe 19. Okay, also VR-Labor. Schau mal. Attraktivität. Okay, A plus. Unser Absinth. Den Kaktus schalten wir frei. Okay. Einige Studierende haben eine lange Anreise. Ist das Ihr Problem oder unseres? Da haben wir 3. Das passt dann so, würde ich sagen. Und hier liegt Blatterdreck rum. Stellen wir noch einen Hausmeister ein. Okay, 74.000 Science-Fiction-Film können wir es haben. Okay, und hier ein Studierendenzentrum. Weil Geld haben wir ja jetzt wieder ein bisschen zumindest. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So, wo ist jetzt die Bühne? Da ist die Bühne. Ist ein bisschen klein. Das ist ein bisschen klein.
So, jetzt sollte aber Platz sein. Ja, wieder Weiterbildung abgeschlossen. Okay. Noch vielleicht zwei Automaten her. Campus bietet den Studierenden medizinische Versorgung, zumindest theoretisch. Crazy Taxi. Ne, können wir nicht. Das hat keinen Platz. Mülleimer. Und vielleicht, jetzt haben wir 98.000. Ja, ist ja sehr gut. Nehmen wir noch ein Poster her. Okay. Und jetzt glaube ich, können wir hier fröhlich weitermachen. Jetzt ein Bücherregal. Das wollen Sie noch haben. Da haben wir Geld bekommen, zwei Bewerber, eine Entwicklerstation. Ja, da haben wir natürlich, da haben wir keinen Platz. Also, das lehnen wir ab. Die Honor Rollers, die können es jetzt haben. Jetzt haben wir hier tatsächlich Platz für die Honor Rollers und fürs Upgrade auch. Und die Ripper Quads, da ist es bereits gebucht. Da müssen wir jetzt hier Ende März rein. Da kann man dann die nächste Band. Okay. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Eine Tanzfläche, eine kleine. Dann muss... Achso, Musikbox. Nee, da kann er es hier nicht nach hinten. Da kann er es hier nicht. Natürlich. Ja, das ist, das wird dann zu knapp. Viele von Ihnen haben mir Ihre Kommentare über einen ganz bestimmten Fortsatz übermittelt, nämlich die Weiterführung von Mr. Cushions ganz und gar grässlicher Produktion Gefährliche Strumpfhosen. Gefährlich ist bei diesem Lichtspiel nur das Zuschauen. Die okay, wie war das jetzt? Minus 150? Hat die was gestohlen? Hat sich den begehrten Preis unterste Schublade verdient. Mit diesem Preis zeichne ich all jene Früchte der Filmindustrie des... Okay, neues Forschungsprojekt. Ja, weil man muss immer wieder, wenn man hier gerade was dann dabei ist, tatsächlich dann immer wieder kurz stoppen. Weil sonst wird es so verwirrend. Nee. Okay, jetzt schaut es hier schon mal besser aus und jetzt schauen wir mal rüber. Hier ist es noch heiß. Hier ist es noch heiß. Da basteln wir jetzt auch schnell mal was rein. Also, Klimaanlage. Zack. Und zack. Und hier auch eine. Jawohl. So, und jetzt schauen wir mal, wo war das Forschungsdingens? So, schauen wir mal. Nee. Okay, sollte hier sein. Forschung. Ah, da haben wir Forschung. Neues Projekt starten. Die Megahand. Die Hospitale von Two Point. Verlinkt und zugenäht. So, da bekommen wir dann 25.000.
entwickle einen medizinischen Simulator für eine brandneue Behandlung, damit die medizinischen Fachkräfte des Countys vor dem Einsatz in der Praxis üben können. Okay. Und schon, schwupp, geht's weiter. Denen ist mehr als ohnehin üblich an künstlerischem Wert mangelt. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. So, und jetzt machen wir uns mal, ich stoppe mal wieder, ein bisschen was, um die Attraktivität zu verbessern. Genau, schauen wir mal. Das ist jetzt Unterhaltung. Okay, Attraktivität. Okay, sehr gut. Alles schön grün hier. Besenstände. Die Zaubereule. Können wir gleich noch eine hier herstellen oder noch zwei. Dekoration. Die Edelsteinvitrine. Ja, eins nach dem anderen. Okay. Sehr schön. Und die Kürbistrophäe. Und die Pyramidenvitrine. Machen wir zwei. Spinte. Hier vielleicht noch ein Teppich rein. Okay, schaut mal nicht schlecht aus. Ungültiges Zimmer für Blumenteppich. Na gut. Hausmeister für die Reparatur benötigt. Okay, das wäre jetzt hier das nächste. Für die Attraktivität. Das ist alles ein bisschen grau hier. Nun, das war äußerst anstrengend. Das werden wir nicht noch einmal tun. Anders als all diese ideenlosen Doppelt- und Dreifach-Wiederkäuer wissen wir bei Radio 2Point nämlich, wann einer Sache Genüge getan wurde. Okay. Campusstufe 20. Poster ist natürlich immer gut. Und verbraucht keinen Platz. Sehr schön grün, würde ich mal sagen. Bringen wir das schnell in Ordnung. Genau, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Schaut schon wieder etwas grüner aus. Genau, das schaut auch nicht schlecht aus, muss ich einmal sagen. Bis auf die Duschen.
Aber da können wir hier Poster wieder hier nach hinten hängen. Hausmeister für die Reparatur benötigt. Okay, und hoffe jetzt, dass jetzt trotzdem langsam dann besser wird. So, schauen wir später weiter. Lassen wir das jetzt erst einmal ein bisschen laufen. Weil es geht nicht innerhalb von ein paar Sekunden. Okay, Mülleimer. Braucht's da auf jeden Fall. Okay, die Band. Okay, kommen wir wahrscheinlich hierher. So, Entwicklungsstation. Dafür habe ich eine ganz besondere Schublade. Da haben wir keinen Platz. Das passt. Geflügelte Schlange. Und das war die heutige Sendung. Für all das Gesagte gilt freilich ein großer, nicht zu verachtender Vorbehalt. Sollte ich persönlich je in einer Fortsetzung jeglicher Art auftauchen, so können Sie sich sicher sein, dass ich dafür gute Gründe hätte und dass es sich dabei um eine enorme, dem Namen Bickleworth würdige Verbesserung des Vorgängers handeln würde. Hm. Wie war das? Die Zeichentafel. Nee, Zeichentafel gibt's auch nicht. Aber die SZ-Party gibt's. Die wird dann hier Anfang Februar. Und jetzt haben wir wirklich jede Menge Geld. Jetzt könnte man mal unsere Kredite anfangen zurückzuzahlen. Zumindest die zwei. Okay. Und natürlich wieder mal die Weiterbildung uns anschauen. Da zum Beispiel sehe ich noch einen Einser. Als allererstes die Einser, das ist klar. Da haben wir ja jede Menge Mitarbeiter. Ja, so geht's Geld auch dahin. Okay. Hausmeister für die Reparatur benötigt. Okay. Haben wir jetzt gleich wieder einen Hausmeister, der hier Level 2 ist. Jawohl, genau, Instandhaltung. Jukebox. Tja. Können wir nicht. Leider ablehnen. Tag der offenen Tür machen wir. Und hier ist wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel besonders attraktiv, wenn man sieht. Kaum. Hier wieder mal Automaten her, das kann nicht schaden. Mülleimer. Okay. Das Geld ist da. Sehr schön. Das lehnen wir ab. Dann müssen wir natürlich da rein.
Sepp-Party werden es besuchen. Und wieder eine Weiterbildung abgeschlossen. Das geht schneller, als man Weiterbildung sagen kann. Pizzascheibe. Smiler. Attraktivitätswirkung sinkt. Okay. Stark frequentierte Bereiche. Wo sind stark frequentierte Bereiche? Ja, das ist eigentlich schon hier ziemlich grün, aber kaum Leute. Campusstufe 21 und hier haben wir wieder einen Assistenten, der Essen und Getränke verkaufen will. Die lehnen wir ab. Ja, der Computerraum ist ziemlich klein. Okay, und da braucht man einen Dozenten der virtuellen Normalität. Okay. Ja, jetzt passt doch wieder mit der Kohle. Alles was hier Computerraum ist, werden wir ablehnen. Das können wir nicht mehr. Für die Reparatur benötigt. Okay, da waren wir schon. Da könnte man auch etwas tun. Mit der Attraktivität. Okay. Weiterbildung. Okay. Guten Morgen. Ihr hört Ricky Hawthorne. Okay, das schaut auch sehr mau aus. Sie hören Radio 2Point mit Ricky Hawthorne. Die Zeit? Ein paar Minuten nach irgendwas. Wir werden die Zahlen prüfen, während Sie etwas Musik hören. Wie man Tastaturüberhitzung vermeidet. Das würde mich auch einmal brennend interessieren. Okay, schauen wir mal, ob wir da noch Platz haben. Ne, haben wir keinen Platz. Ja, da haben wir keinen Platz. Und ich will jetzt hier auch nicht alles verschieben. Und woanders hinstellen. Ein Umarmbaum für Ökospinner. Da ist die Frage, ob das Ökospinner sind, aber ich glaube schon, den Baum hat man auch weggenommen. Für die Baumkuschler. So, wie schaut es jetzt da aus? Es geht was voran. So, was wollen Sie jetzt noch? Aufenthaltsraumparty. Das können wir gern machen. So, jetzt schaue ich bloß einmal kurz. Wo ist hier die Party? Es sollte ja jetzt was sein, die Ripped Cords. Okay, und da braucht man einen Dozenten, einen Assistenten.
Ja, wenn wir einen hätten. Bibliothek bittet um einen Assistenten. Müssen wir den nehmen? Ja, jetzt ist der war auf Toilette. Denke ich mir mal. Okay. Da fehlen auch überall Assistenten, da kann man es wieder. Okay. Waren jetzt nur mal kurzfristig weg. Muss mal kurz stoppen. Ja, und wie ich sehe, man kann sich wieder mal kaum losreißen von dem Game. Wir haben schon wieder über eine halbe Stunde. Ja, okay. Es ist immer was zu tun. Jetzt schauen wir nur noch beim nächsten Mal, dass wir die Attraktivität noch mehr steigern, damit wir die 2 Sterne haben und dann baldigst weitergehen zur nächsten Sommerveranstaltung. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine gute Zeit, bis bald, tschüss.